So, und damit herzlich willkommen bei Just Cause 3. Die Alte da hinten plappert immer noch, dass das hier im Kriegsgebiet der geilste Urlaub ever war. So, wir sind immer noch dabei, Schreine zu machen. Ich weiß, es ist ein bisschen langweilig, aber naja, es muss ja auch mal irgendwann gemacht werden. Ich habe nichts umgeworfen, ich habe es höchstens in die Luft gejagt. 2 Kilometer in diese Richtung. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen Speed. Na, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ich dachte, ich war hier vorhin schon mal, habe ich mich wohl getäuscht. Ach nee, auf dieser Insel war ich nicht. Und ein Artefakt. Ah, was haben wir denn da? Damit hätten wir das hier dann auch schon erledigt. Haben wir hier unten noch irgendwas? Mal kurz Kontrolle? Nein. Da ist noch was. Das ist dann da hinten. Okay. Sui. Das war noch eine von den einfachen Basen. Mittlerweile haben wir ganz andere Sachen umgelegt, befreit, falls man das so nennen kann. Da bin ich mir immer noch nicht so schlüssig. Chiroko, rum rum. Ups. Guardia Chiroko. Glaub, ich komme hier nicht lebend durch. Ja, ja, lebend schon, aber. Sieh nach, ob du noch alle Zähne hast. Ja, ich habe schon noch alle Zähne, denke ich. Hm. Na, beweg dich. Wieso? Da ist gar keiner mehr. Nein! Hm. Auch nicht. Wo ist denn das dann? Ich sehe immer nur zwei. Bzzz, hey, Rico. Du bist mein Held. Ja, das ist lieb von dir. Dankeschön. Ich vermute mal, es gibt wieder irgendwo eine Höhle oder irgendwie sowas. Da werden wir gleich mal so. Na, da haben wir es doch schon gefunden. Ich habe mir doch gleich gedacht. Dann schauen wir mal. Ist wahrscheinlich wieder so eine Modderkiste irgendwo hier. Da ist sie doch. Und zack. Ah, ein Artefakt. Ah, eine komische Textur. Ja, das war schon besser. So. Damit haben wir den Bereich hier auch fertig, so wie es aussieht.
Dann bleibt ja nur noch das hier, bevor wir dann uns an dieses große Monster hier machen. Alter Verwalter. Was haben wir eigentlich hier noch? Das sollten wir auch mal machen hier, damit wir mal den Teil hier bekommen. Also wenn ich überlege, was wir bis jetzt geschafft haben und was hier noch alles kommt. Was ist das hier? Boominsel, okay, kenne ich gar nicht. Da sind wir gerade. Dann machen wir doch einfach mal hier weiter. Ich habe eine Idee. Ich leih mir mal kurz den Schifferkran hier aus. So. Ein guter Tag zum Schwimmen. Okay. Da habe ich mir wieder das schnellste Boot von allen ausgesucht. Ich sehe schon. Mit dem Kahn einen Kilometer rüber, da sind wir dann morgen früh da. Lachos oder Lachos. So. Perfekt geparkt. Das war ich nicht, aber so hätte ich ihn auch gepackt. Ich habe in letzter Zeit oft an den Kopf. Nein, lass das. Da bist du. Und zack. Wir werden dich rächen. Ich kriege Urlaub. Komm doch mal zum Essen vorbei. Meine Mutter hat Essen und Spaghetti. Die musst du probieren, zumal wir jetzt ja wieder Gewürze und alles bekommen. Wie wär's morgen? Sie scheinen ein gutes Auskommen zu haben. Sie sind gesund. Zeit, wieder an die Zukunft zu denken, oder? Ja, vielleicht. Dann gehen wir noch mal da runter. Wir werden mehr Sonnenblumen anpflanzen. Sonnenblumen gehen nicht in den Oh je, das ist wieder auf irgendeinem Dach versteckt dann, oder? Aber ich habe ne. Wie wär's mit diesem Dach hier? Nein, mit diesem Dach nicht.
Okay, da lang nicht. Dann vielleicht irgendwo hier lang. Auch nicht. Irgendwo im Gemodder mal wieder. Nein. Mhm. Da liegt's. Tag 860. Ich war gerade am Telefon, als De Luca außer sich vor Wut in mein Büro stürmte. Er wetterte über meine Unfähigkeit als Kommandant, seine eigene Überlegenheit und unseren nichtsnutzigen Präsidenten. Nachdem ich seine Tiraden 2 Minuten lang angehört hatte, hob ich einen Finger, wandte mich wieder meinem Telefonat zu und versprach Präsident Dante, ihn später zurückzurufen. Ich denke, damit dürfte De Lucas Schicksal besiegelt sein. So. So, da bin ich wieder. Mir lief gerade die eine Platte voll. Jetzt muss ich gerade ein bisschen was umkopieren. Jetzt geht's ganz normal weiter. Ich denke, wir werden das so machen. Das könnte man mal nebenbei noch machen. Wir müssen diese Gasmasken vor der Aktion heute Nacht zum Übergabepunkt bringen. Kannst du das erledigen? Ja, ich denke schon, das kriegen wir hin. Bei den 900 Meter jetzt auch fliegen, selber fliegen können. Hui. Verdammt. Manchmal sind solche Bäume echt sehr hartnäckig. Ja gut, wir hätten es ja fast geschafft. Naja, egal. Warum zückst du die Knarre? Ist hier irgendwas Schlimmes? Na komm schon. Wir werden dich nie vergessen. Keine Ahnung, was das ist. So, dann machen wir hier unten weiter. Warte mal, das können wir auch so machen. Kein Problem. Da oben, okay. Noch eins höher. Tag 912. Vor einer herrlichen ländlichen Kulisse hat mich Präsident Dante mit der gebotenen Pracht und Herrlichkeit zum Brigadegeneral ernannt.
Als er mir gratulierte, flüsterte er mir zu, ich könnte mich immer auf ihn verlassen. Ich weiß um die Versuchung der Macht, wenn man jung ist. Ich freue mich schon auf den Tag, an dem ich ihm etwas zuflüstern werde. So. Dann gehen wir mal nach hier. Wir sollten uns bei jedem einzelnen von Ihnen bedanken. Sie haben Urlaub. Hier mal ein bisschen Höhe gewinnen. Oh, was für eigentlich eine geile Aua! Sollte ich es eigentlich gerade sagen, bevor ich an einem Lichtpfosten hängen geblieben bin? Achso, genau, dass es eigentlich eine richtig geile Straße ist. Was ist los? Da ist es. Da habe ich dich. Das nehme ich. So, jetzt hat. Von da aus dann nach hier. Es wäre so schief gegangen, glaube ich. Ein Ravioli-Band, oder? Ja. Jesus. Tag 913. Heute endet die Apathie der Armee. Führerschaft und Kontrolle sind das Fundament meiner Vision der Welt. Die Zeiten der mit Regierungsgeldern gekauften Weingüter sind vorbei. Die Männer müssen ihre weiche Haut in Leder verwandeln, ihre Seelen in stählerne Entschlossenheit. Was zählt, ist allein meine Stimme. Heute reißt mein Aufstieg eine tiefe Wunde in das Fleisch dieser Nation. Ich leg mich doch. Genau. Leg dich nicht mit mir an. Allein schon, weil mir die Straße so gut gefällt, will ich hier mal langheizen. Aber das Auto, es gibt nicht viel her. Wobei doch ein bisschen was gibt's her. Mit der Straße hier, wie sieht's mit der aus?
Oh, die ist auch schön. Ganz entspannt aussteigen. Ups. Na, wie schmeckt euch die hier? Na. Ich glaube, ich habe hier ein bisschen Stau verursacht. Hm, wie sieht die Obrigkeit? Tatsächlich. Irgendwo scheint es hier gerade voll Krawallo zu geben. Danke. Oh, ich habe Beifahrer. Er wird überleben. Denke ich mal. Deswegen fährt er nur 170. Ich brauche ein besseres Auto. Wie mir scheint, haben wir das noch in keiner Werkstatt. Wo ist denn die nächste Werkstatt? Hier. Enten tun wir es aber nicht auf dem Tier. Ich hab doch angehalten. Was ist dein Problem? Das war ich hier mit offener Tür rum, ja? Kollege, ich brauch dich mal ganz kurz. Verdammt, ich hab die Tür nicht erwischt. Ey, was für eine fucking harte Tür. Die Tür geht einfach nicht zu, nicht ums Verrecken nicht. Ich muss hier rein. Ups. Warum? Warum bremst du eigentlich immer? Hupst du, meine ich. Diese Tür ist unzerstörbar. Jetzt sind beide Türen offen.
sehe nichts. Ja, ist ja jetzt gut. Jetzt hör doch mal auf. Wo ist denn die Werkstatt? Hä? Moment. Das ist doch unten am Hafen. Du bist doch ein blödes Navigationssystem. Ich sag doch, eine unzerstörbare Tür. Da hinten. Ist das denn da runter? Nein, 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 nicht ins Wasser. Ja, warte, ich muss erstmal das Ding hier abliefern. So. Hübscher Wagen, Rico. Nein. Ist ab jetzt lieferbereit. Ein Wort genügt. Der ist nicht mehr hübsch. So, was hast du hier? Nicht mehr weiter. Lass mich erklären, Rico. Vielleicht kannst du helfen. Ja, dann erklär doch mal. Du hast ja gar nichts zu erklären. Hey, krieg ich ein Autogramm? Nö. Oder einen Tandemsprung? Nein, kriegst du auch nicht. Diesmal sind wir ein bisschen langsamer mit dem Billy-Schrauber-Dings. Okay, das ist gar nicht. Sehen wir nur das Teil hier. Das sieht doch hier aus, als könnte man hier besser landen, ne? Schön gelandet. Ich sorge dafür, dass dein Tod nicht umsonst war. Ein bisschen schräg, aber gelandet. Dann, ich denke mal, mit dem Hubschrauber können wir jetzt sogar noch ein bisschen beschleunigen. Obla, Schluck auf. Ich hoffe mal, das bleibt jetzt nicht so. Perfekt geparkt. Was haben wir da unten?
kommt Müllrettung. Okay, diese Richtung ist es nicht. Diese Richtung ist es auch nicht. Da ist es. Habe ich dich. Zack. Sieht irgendwie wertvoll aus. Mhm. So viel haben wir ja nicht mehr, so wie es aussieht. Dann gehen wir jetzt darüber. Läuft jemand nach? Da habe ich ihn geparkt. So, und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich sage danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Wardasch.